Hallo, ihr Lieben. Wir sind ja spontan wieder da. Selina Wilson hier für euch und auch Selina Stolze. Hallo. Ja, und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum bringen wir jetzt so eine kleine Miniserie hier gerade raus? Wir haben nämlich Neues zu verkünden. Richtig, wir haben ein neues Teammitglied. Vielleicht kennen die einen oder anderen diese Stimme. Es ist nämlich Jacqueline Schlüsener. Hallo, herzlich willkommen hier bei uns im Mord im Pott-Team. Hi. Hello, hello. Ich freue mich mega dabei zu sein. Ja, cool. Jacqueline, wir beide, wir kennen uns schon ein bisschen länger, vielleicht so zur Einordnung, damit die Leute auch ein bisschen wissen, wer bist du überhaupt? Vielleicht die Wer bin ich Stimme überhaupt? ja, ne? Schon mal vielleicht im Kreis Unna gehört. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, also tatsächlich, wir haben uns ja in Unna kennengelernt. Ich bin eben auch Radiomoderatorin, habe mein Volo in Unna gemacht bei Antenne Unna und bin dann allerdings einen Kreis weitergehüpft, denn ja, ihr könntet meine Stimme jetzt auch vom Morgen bei Radio MK kennen, denn ich wecke euch immer zusammen mit meinem Kollegen Markus Duda und ja, ich versuche dann schon immer ganz früh richtig gut drauf zu sein. Es Es ist wirklich früh, gelingt mir 6 nicht Uhr. immer. Genau, und ja, da bin ich jetzt zu hören und bald dann ja auch hier bei Mord im Pott. Ich freue mich mega. Ich habe dich ja ganz spontan gefragt, ob du Bock hast. Es ist ja jetzt dann doch was sehr Ernstes, es ist True Crime. Hast du irgendwie einen Bezug zu True Crime? Absoluter True Crime Fan tatsächlich. Also ich finde, es gibt nichts Besseres, als auf so einer langen Autofahrt dann auch Podcasts zu hören und sich auch bei den Kollegen, muss ich ja jetzt sagen, so ein bisschen was abzuhören. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend, diese Fälle, und habe mich immer schon total dafür interessiert und liebe tatsächlich jetzt diese Arbeit, mich da richtig reinzufuchsen und vor allen Dingen auch ja mit den verschiedenen Stellen dann dementsprechend Kontakt zu haben. Also sei es Staatsanwaltschaft oder die Polizei natürlich. Ja, es ist sehr cool und ich freue mich auf die Zeit. Ja, dann jetzt Butter bei die Fische, ne? Du hast ja schon einen Fall rausgesucht für die Februarfolge. Ganz genau. Ich bin direkt im Februar am Start und dank euch, muss man ja tatsächlich sagen. Denn der Dennis, der hat uns einen Vorschlag geschickt über unseren Instagram-Kanal. Könnt ihr ja auch immer gerne machen. Da sind wir immer sehr dankbar, wenn ihr irgendwas gehört habt. Und der Dennis hat gesagt, ja Mensch, da gibt's so einen Fall aus Unna Lünern, Onkel Albrecht. Könnt ihr dazu nicht mal was machen? Und ja, da das so meine Heimat, meine Hood ist so ein bisschen, habe ich gesagt, ja Mensch, da gucke ich doch mal, was das so ist. Ich kannte den Fall vorher nicht direkt, muss ich sagen. Ja, aber der Fall ist super, super spannend. So viel kann ich euch schon mal sagen. Es ist schon ein etwas älterer Fall. Also wir gehen zurück in die 60er Jahre. Und Onkel Albrecht, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, das war so eine Fernfahrer-Gaststätte eigentlich. Und Fernfahrer ist auch schon ein ganz gutes Stichwort, denn da ist jemand vorbeigekommen, der sonst eigentlich nicht unbedingt dort war. Und es gab dann einen Doppelmord. Es geht also direkt richtig los. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Na, mach's Also am auf. 1.2. kommt dann auch die erste Folge von Jacqueline raus. Und falls sich jetzt jemand von euch denkt, ach, jetzt sind's ja zu dritt, jetzt gibt's wahrscheinlich alle 3 Wochen direkt eine Folge oder alle 2 Wochen, den müssen wir leider enttäuschen, ne? Leider, leider. Jacqueline ist zu unserer Entlastung natürlich auch da, um unser Team komplett zu machen. Und wir bleiben bei unserem Rhythmus. Jeden ersten im Monat kriegt ihr eine neue Folge. Dabei bleiben wir. Aber mehr ist leider nicht drin. Dafür sind die Recherchen einfach viel zu intensiv geworden. Und deswegen freuen wir uns, dass Jacqueline jetzt dabei ist. Genau, wir freuen uns und wir hoffen natürlich ihr auch. Ihr kennt das Spiel. Es kommt, wie gesagt, zum 1. des Monats immer eine Folge raus. Wir lieben Feedback und wenn ihr auch noch Fälle habt aus dem Pott, dann immer gerne her damit. Und dann würde ich sagen, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.